So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben in der letzten Folge mit Herrn Ratzig gesprochen. Hier ist der Herr Hanusch von Leipa. Und haben neue Aufgaben bekommen. Zum einen, begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir das machen wollen. Das machen wir aber erstmal nicht, weil ich möchte jetzt erstmal keiner Quest nachgehen, sondern mal so ein bisschen hier den Ort erkunden, beziehungsweise auch im gleichen Umfang gucken wir, ob wir neue Questgeber finden, ob wir uns neue Quests abholen können und so weiter. Wisst ihr? Aber erstmal schlafe ich, weil das möchte ich gerne am helllichten Tag machen. Wir haben ja gleich soweit. Oh, schlafen wir mal. Sollte reichen. 5 Stunden, dann passt das. Und ich hoffe, dass uns jetzt niemand hier aus dem Bett rausschmeißt. Aber wie ich mein Glück kenne, scheinbar schon. Hey, sieht gut aus. Okay. Wollen wir doch mal gucken. Hey, Cornelius. glaubst du, Hallo. du würdest hier wohnen? Verschwinde! Was ist mit dir kaputt? Glück und Gesundheit. Ach, jetzt auf einmal. Wie lebt es sich in Rattay? Wie behagt dir das Leben in Rattay? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Ja. Was in Scarlet geschehen ist, das wissen wir ja. Das brauchen wir nicht extra nochmal. Quest begonnen. Rattaya-Turnier. Was haben wir denn da? Achso, falls ihr es jetzt so vielleicht schon mitgekriegt habt. Spiel wieder mit Maus und Tastatur, weil das mit dem Controller fand ich ein bisschen doof. Morgen findet in Rattay ein Turnier statt. Suche morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Okay. Was auch immer das Turnier ist, aber ich weiß nicht, ob ich da mitmachen möchte. Augenblicklich hätte ich jetzt eigentlich erstmal gesagt nicht. Ah, Kunesch, mein Alter. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Okay. Der erst aufstehen, der heißt Felsen. Also Peter. Bei Peter heißt der Fels. Okay. Antonia. Hier vorne ist noch jemand, der mir eine Quest geben will. Das ist Du nämlich ein da, Landstreicher. Kümmern. Ja, Glück und hallo. Gesundheit. Wieso lungerst du hier eigentlich herum? Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Das lässt sich sicherlich einrichten. Na schön, ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Oh, sehr gut. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den einen oder anderen Auftrag zuschanzen. Alles Gute. Nimm's den Reichen, gib's den Armen. Oh. Why not? Was ist denn das hier? Grün. Stiehl 50 Groschen von der Wache Pastera. Okay. Wir rüsten aber jetzt mal. Oder was heißt ausrüsten? Wir aktivieren gerade mal keine Quests. Und ich hoffe, dass der Herr Kunesch endlich mal aufwacht.
Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Blödkopf. Auf Arsch. Hey. Steh auf. Dann halt nicht. Haben wir noch weitere Leute, die uns vielleicht eine Quest geben möchten? Hinweisgeber-Quest. Gehen wir doch mal in die Richtung. Scheinbar sind da ja noch mehrere Leute, die uns möglicherweise eine Quest geben. Schauen wir einfach mal nach, würde ich sagen. Da vorne ist der erste. Zumindest ist es so auf der Map oben eingezeichnet, auf dem Kompass. Lass mal ein bisschen langsam machen, sonst haben wir gleich keine Ausdauer mehr. Wie komme ich denn zu dem Guten? Ist das hierher? Die Schenke. Bist du derjenige? Ne, hier in der Schenke scheinbar. Ah, Schlossnacken. Nein. Dann wird er ja wohl hier oben entlang sein. Ach, Schankmaid. Gehen Sie bitte da rein. Was glaubst du, was du da tust? Du hast hier nichts verloren. Ich gehe ja schon. Entschuldigung. Schankmaid. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wegen Ratai. Oh, nö. Da möchte ich jetzt erstmal nichts weiter fragen. Ist das unser Questgeber? Das ist unser Questgeber, der Wirt. Entschuldigung, Wirt. Aua. Hallo, Wirt. Darf ich dich was fragen? Glück und Gesundheit. Ja, dir auch. Braucht hier jemand bei irgendetwas Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Herr Hanusch veranstaltet in der oberen Burg wieder das Rattaya-Turnier. Da wird immer so viel gekämpft, dass den ganzen Tag was los ist. Du kannst dich bis morgen anmelden, falls du denkst, dass du gut genug bist. Und das ist noch nicht alles. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Berthold, Okay. Lebewohl. Berthold, unser Wildhüter. Ist also quasi direkt nebenan. Kann ich hier oben rein? Jäger, das sieht ja schon mal gut aus. Das ist bestimmt Berthold hier. Hallo, Wildhüter Berthold. Gott sei mit dir. Gibt es hier Arbeit für mich? Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Och, das trifft sicherlich auf mich zu. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Und du willst jetzt, dass ich sie finde? Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodie. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ich habe die Melodie im Kopf. Aber kannst du sie lieber nicht nochmal wiederholen? Kannst du das wiederholen? Natürlich.
Jetzt gemerkt? Nochmal wiederholen, bitte. Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Ja, ist okay, jetzt hab ich's. Aha, hab's mir gemerkt. Gut. Wollen wir doch mal schauen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Na gut, wollen wir doch mal gucken. Gespräch beenden. Und behüt dich. Ja, dich auch, Berthold. Gucken wir doch mal in den Questlog rein. Wir rufen den Nachtigallen da hinten. Okay, why not? Rathaya Turnier, wir melden uns mal dafür an, weil wir hier gerade in der Nähe sind. Oh, ich bin überladen. Okay. Ich muss ja ohnehin mal, würde ich jetzt mal behaupten, was essen. Nee. Zustand. Mal so eine Karotte oder so. Vielleicht auch mehrere Karotten. Weil wir haben sicherlich Sattheit 59. Ja, das ist nicht so viel. Nehmen wir mal das Brot dabei. 93, das klingt gut. Okay. Ich bin ja immer noch überladen. Habe ich denn was, was ich absolut null brauche? Jagdhandschuhe. Nur 0,5. Ja, aber es würde ja im Prinzip schon reichen. Aber einiges wert. Geflickte Beinlinge. Da habe ich. Ja, die sind aber auch mehr wert als meine jetzigen. Zustand 62. Die sind halt besser im Zustand. Die alten Stiefel, die wie. Ach, die kann ich doch wegschmeißen. So, tschüss. Okay. Jetzt kann ich wieder sprinten. Und, oh, die Kirche. Hallo, wer bist du? Ach, das ist Herr Hanusch. Da will ich mal nicht stören. Dann will ich mich mal zum Turnier anmelden. Das machen wir, bevor wir das nicht mehr machen können. Lass mich durch? Ja, danke. Problem ist, ich werde auf jeden Fall bei diesem Turnier versagen. Ach, der Herold. Hallo. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich möchte am Turnier teilnehmen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Komm morgen früh in den Hof der oberen Burg und ich schreibe dich gerne ein. Hier und jetzt kann ich dir diesen Gefallen nicht tun. Und vergiss nicht, 60 Groschen mitzubringen. Ach du meine Güte. Okay, das lassen wir erstmal. Vielleicht rennt uns diese Quest ja doch nicht weg. Okay. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir versuchen das jetzt mal mit den Nachtigallen. Weil den Rest, den können wir sowieso noch nicht machen, aber auf dem Weg nehmen wir natürlich hier was mit. Versuchen noch im Prinzip den Kunesch zu erreichen. Hier ist ein Aktivitätengeber noch. Und dann gehe ich rüber. Mal sehen, ob der Kunesch mittlerweile aufgestanden ist, der faule Sack. Aber so wie ich den Schmock kenne, bestimmt nicht. Ach, das sind meine alten Stiefel. Ah ja. Ja, die können auch da liegen bleiben, die braucht kein Mensch mehr. So. Also das Setting hier gefällt mir schon echt extrem gut. Hallo, wer bist du? Eine Bürgerin, okay. Also eine Sache gibt es mittlerweile, was mir halt aufgefallen ist, was ich wirklich an dem Spiel ein bisschen auszusetzen habe. Ist aber wirklich nur ein bisschen. Das ist halt wirklich das mit dem Speichern. Ne? Du brauchst diese Retterschnäpse. Du kannst zwar auch das Spiel speichern und dadurch gleichzeitig beenden. Dann wird da kein Retterschnaps eingesetzt. Aber im Prinzip ist das ein bisschen doof. Vor allen Dingen, wir haben es in der letzten Folge oder vorletzten Folge gemerkt. Ja. Dann hat man eine Quest gemacht, mit eine Viertelstunde reingesteckt und man muss sie von vorne anfangen, weil nicht zwischendurch gespeichert wird. Die Spiel hat halt seine festen Speicherpunkte so gefühlt. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht noch ein bisschen was zu essen kaufen können. Ne, stehlen möchte ich das jetzt nicht. Ja, eine Ladenwache
Hallo, Gott Händler. Sei mit dir. Lass uns handeln. Ich möchte ein bisschen was an dich verkaufen. Kann ich das denn? Er will nur Nahrung kaufen. So was habe ich alles dabei. Ja, dann nehmen wir mal alles, was ich nicht direkt essen kann. Machen wir mal da rein. Ach so, nee, ich will verkaufen. So, was ist das? Nee, dann möchte ich doch nicht verkaufen. Dann tut's mir leid. Wir müssen mal schauen, ob wir irgendwo hier mal was zu essen auftreiben können, ohne dass uns jemand sieht. Gehe ich da auch wieder irgendwo hin? Händler. Konrad Hagen. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Kann ich bei dir etwas zu Geld machen? Kann ich bei dir hier von der Rüstung ein bisschen was verkaufen? Ich hab echt keine gute Redekunst, ne? Nicht schlecht. Aber ein bisschen Geld brauche ich ja. Ach, wir versuchen es erstmal so, ohne. Versuchen mal, ob ich ein bisschen irgendwo. Das habt ihr jetzt alle nicht gehört, ja? Ein bisschen was stehlen kann. Aber sowas mache ich ja eigentlich nicht, ne? Ja, ja, ich sehe mich schon um. Keine Sorge. Was mit ihm denn? Alex, hi, grüß dich. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ein paar unserer Leute sind grün und blau. Mir ist aufgefallen, dass einige Scarletzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Aha, ich sehe mir das mal an. Ah ja. Danke für die Informationen, mein lieber Alex. Aber erstmal müssen wir uns mal waschen. Das geht ja sonst gar nicht. Karotten, rote Beete, Zwiebeln, alles frisch vom Feld. Ja, ja, alles frisch. Ganz, ganz frisch. Fein waschi-waschi machen. Ist klar. Ich denn hier irgendwo noch irgendwo was klauen? Beziehungsweise etwas ausleihen und später zurückbringen. Klingt besser, muss man schon mal so sagen. Aber ob ich das dann zurückbringen werde, das weiß ich noch nicht. Hier sieht so aus, als ob nicht so viele Leute hier wären. Vielleicht habe ich ja hier ein bisschen Glück. Schloss knacken möchte ich nicht. Schloss knacken möchte ich nicht. Hier war ich vorhin schon mal drinne. Kann ich denn hier irgendwas... knacken leicht. Wir wissen ja, wie gut ich Schlösser knacken kann, ne? Wir versuchen es trotzdem mal. Hier was zu essen drinne ist, habe ich Glück. So. Na. Okay, das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut. Tee. Ach. Ob du dich dem Idealpunkt näherst, verrät dir der große Größe des Zeigers. Hier verhält sich. Ach so. Ohne sich, das ist der blockierte Mechanismus unter Dietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Einmal versuche ich es jetzt noch. Ja, sehr gut. Jetzt aber schnell. Hier ist ja einfach mal wirklich gar nichts Gescheites drin. Außer der Knüppel. Den nehme ich mir mal gerade. Aber der Knüppel macht halt nicht viel Schaden, ne? Naja, gut, ist ein bisschen Experience, was wir bekommen haben. Den Knüppel, den werden wir jetzt mal bei Müller
kaufen. Gut, ich wiege jetzt ein bisschen zu viel. Ich esse nochmal einen Apfel. Brot macht mich viel mehr satt, ne? Ich esse einen Apfel. Ja, schon ist besser. Gut. Egal. Versuchen wir mal den... Ah, hier kann ich her, sehr schön. Versuchen wir mal den Apfel... Ach, den Apfel. Noch gerade ein bisschen leicht durcheinander, entschuldigt bitte. Da komme ich nicht drüber. Versuche ich mal den Knüppel da... mit Hehlerware loszuwerden. Oh, Entschuldigung. Ob mir das gelingen wird... Bleibt abzuwarten, aber ich werde es versuchen. Und Kunisch, bist du mittlerweile mal wach? Er liegt auf jeden Fall nicht mehr da, sondern spaziert hier oben irgendwo rum. Kunisch, wo bist du denn jetzt? Oh, bist schon wieder hier weitergelatscht. Entschuldigung, Freunde, entschuldigt bitte. Habe ich nicht mitgekriegt, dass er schon losgelaufen ist. Aber wenn ich mir von ihm eine Quest abholen kann, da vorne dürfte er sein. Dann machen wir das natürlich. Ein alter Bekannter aus Scarlet, den haben wir nämlich schon mal verprügelt. Hoffentlich will er uns nicht direkt wieder verprügeln. Kunesh! Du hast noch Schulden bei mir, mein Lieber. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich! Okay. Willst du wie wirklich, dass ich wieder zornig werde, mein Lieber? Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tu ich nicht. Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Halt dich für eine... Lösung, die ist akzeptabel, ja. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Ja. Also schön. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlet schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Hm, wir werden sehen. Wie weit ist das denn eigentlich? Wenn ich mir das mal so angucke. Der Schatz. Ach du meine Güte, da oben ist Scarlet. Puh. Also. Freunde, wenn wir ein Pferd haben, werden wir sicherlich mal da hochreisen. Aber bevor wir ein Pferd haben, machen wir das nicht. Das ist too much. Aber, okay, wir haben eine Aufgabe gekriegt. Das finde ich schon mal gut. Was ist denn hier noch? Aktivitäten gebe. Ach, der ist mittlerweile in die Stadt wahrscheinlich gewandert. Gehen wir direkt mal zu dem... Tut mir leid, Freunde, dass wir diese Folge ein bisschen weniger das aktive Questgeschehen vorantreiben. Ist das er? Milan? Hallo Milan. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Du kämpfst um Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenn dich doch. Aber ich kämpf nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Na gut. Wie lauten denn die Regeln? Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Wir gehen jetzt erstmal, weil es ist bestimmt nicht so schlau, hier mitten im Ort, wenn eine Wache hierher läuft, mit
Milan zu kämpfen. Aber hey, wir haben eine neue Quest. Und das werden wir irgendwann später mal in Angriff nehmen. In einer der nächsten Folgen wahrscheinlich. Aber erstmal kümmern wir uns um die Nachtigall. Würde ich mal vorschlagen. Starten jetzt auch wirklich mal, indem wir versuchen, darüber zu kommen. Können wir auch nichts weiter mitgehen lassen, ne? Nee. Ich möchte jetzt gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben, wenigstens uns entweder ein paar Groschen, wenn ich sagen, dazu zu verdienen. Vielleicht unehrlich erwirtschaften können oder so. Oder aber ob wir irgendwo Essen herholen können. Von mir aus auch auf legalem Wege habe ich kein Problem damit. Gegenstatt kochen. Ja, wir können natürlich auch kochen, ne? Haben wir denn jetzt eigentlich die Möglichkeit, irgendwas zu kochen? Ich bin überfressen. Seit 116. Dadurch passiert nochmal was? Schwerfällig und behäbig bin ich. Gut, das ist ja wie im echten Leben, damit kann ich umgehen. Und warum habe ich eigentlich nicht das Galitzer Schild an, Freunde? Wundert mich wirklich. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich wollte ja noch zu Peschek gehen. Und gucken, ob ich den Knüppel dort verkaufen kann. Selbst wenn er mir nur ein paar Groschen dafür gibt. Aber besser als nichts. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was feilschen, ne? Ah, weil ich überfressen bin, habe ich nicht so viel Ausdauer. Das ergibt Sinn. Ich finde das echt teilweise gut durchdacht. Gerade bei sowas. Da musst du halt wirklich erstmal drauf kommen. Das ist so. Und ich find's gut. Aber wie dem auch sei. Hier können wir die Ringelblumen mitnehmen. Ja, aber die bringen uns wahrscheinlich nichts, die Ringelblumen. Peschek. Vielleicht können wir bei ihm hier noch was zu essen bekommen. Vielleicht auch ohne, dass wir stehlen müssen, aber da ist es leichter, weil... Peschek halte ich sowieso für einen Halunken, nur Theresa würde mir dann ein bisschen leid tun. Wo ist denn unser lieber Peschek? Ist er drinnen? Ah ja, hier. Peschek, hallo. Gott schütze dich. Ja, dich auch, Peschek. Ach du meine Güte. Turnierwette, wieso bist du... Ich muss hier... kann ich gestohlene Ware verkaufen? Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Ja, dann möchte ich mal ganz gerne was verkaufen. Die gestohlene Ware verkaufen. Ach, ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Dabei handelt es sich hier um. Gut, ist jetzt nicht allzu viel wert, aber komm, lass uns wenigstens ein bisschen falsch. 3,5 hätte ich gern. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? So. Ich möchte gern 3,5 haben. Ist okay? Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einigen. Perfekt! So geht das. Warum kann ich hier nicht durch? Danke. Hallo, Theresa.
Schon Pell. Aktivitätengeber wahrscheinlich, ne? Hier. Hast du Arbeit für mich? Du hast nicht zufällig Arbeit für mich. Oh doch. Und Überraschung. Es ist wieder ein Ring im Spiel. Wie letztes Mal? Dieser Ring ist allerfeinste Handwerkskunst. Und wer wäre wohl besser geeignet als der Ringexperte höchst selbst? So ein reicher Pfau hat seinen Ring vergessen, wie er das letzte Mal im Badehaus zum Rumhuren war. War wohl zu blau, um es zu bemerken. Und jetzt will er ihn zurück. Aber die vom Bad wollen nichts davon wissen. Warum geht er nicht zum Vogt? Warum? Weil er nicht will, dass irgendwer von seinen Ausflügen weiß. Und die Zubermägde haben Schiss, ihn zu verhökern, falls der Vogt doch irgendwann danach sucht. Also lösen wir das auf unsere Weise. Was sagst du? Klingt vernünftig, doch. So gut wie erledigt. Wenn für mich was dabei rausspringt. Keine Bange, du kriegst deinen Anteil. Der Ring ist in der Truhe, in der Kammer von der Besitzerin des Badehauses. Bring ihn mir, sobald du ihn hast. Dann viel Glück. Gut, diebische Müller, Peschek. Dann habe ich jetzt zwei Quests von den diebischen Müllern, richtig? Genau, aber das mache ich erstmal raus. Freunde, auf die Nachtigallen-Mission werden wir das nächste Mal gehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Like, lasst ein Abo da. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir spielen Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, tschimmidö.